Ja. Lernt ihn Schach halten. Kaum aber war er in Mailand, so tat er das Gegenteil und verhalf dem Papst Alexander den VI. Zum Besitz der Romagna durch den Herzog Valentino. Er merkte nicht, dass er durch diesen Entschluss sich schwächte, indem er sich alle seine Freunde und Anhänger nahm und die Macht der Kirche stärkte, indem er ihr zu ihren gewaltigen geistlichen Ansehen noch so viel Weltliches gab. Dieser erste Fehler zog andere nach sich, sodass er, um dem Ehrgeiz Alexanders Grenzen zu setzen und zu verhüten, dass dieser Herr von Toskana würde, selbst nach Italien kommen musste. Und nicht genug damit, dass er die Kirche groß gemacht und seine Freunde verloren hatte, teilte er das Königreich Neapel, auf das er selbst Anspruch erhob, mit dem König von Spanien und setzte dort, wo er zunächst alleiniger Herr über Italien war, einen Genossen ein, an den alle Ehrgeizigen und mit ihm Unzufriedenen dieses Landes sich wenden konnten. Statt in jene Reiche einen König zu lassen, der von ihm abhängig war, zog er einen hinein, der ihn selbst daraus vertreiben konnte. Die Eroberungslust ist in der Tat eine sehr natürliche und gewöhnliche Sache. Und die Menschen, die das ausführen, was sie können, werden stets gelobt und nicht getadelt. Wollen sie aber um jeden Preis etwas ausführen, was sie nicht können, so handeln sie verkehrt und verdienen Tadel. Konnte Frankreich also Neapel mit einigen Kräften angreifen, so mochte es dies tun. Vermochte es das nicht, so durfte es dieses Reich nicht teilen. Und wenn die Teilung der Lombardei mit den Venezianern schuldbar war, weil man dadurch in Italien Fuß fasste, so verdiente jene andere Tadel, da keine notwendige dazu vorlag. Ludwig überging also 5 Fehler. Er vernichtete die Mindermächtigen, vermehrte die Macht eines Mächtigen, zog einen sehr mächtigen Fremden ins Land, schlug seine Residenz nicht in Italien auf und gründete keine Kolonien. Solange er lebte, hätte diese 5 Fehler vielleicht nichts geschadet. Hätte er nicht den 6. begangen, die Venezianer zu demütigen, das heißt die einmalige Verbündete. Hätte er die Kirche nicht so mächtig gemacht, noch die Spanier ins Land gezogen, so wäre es vernünftig und notwendig gewesen, die Venezianer zu erniedrigen. Nachdem er aber jene ersten Schritte getan hatte, hätte er nie in ihren Untergang willigen dürfen, denn solange sie mächtig waren, hätten sie die anderen stets von einem Angriff auf die Lombardei abgehalten. Denn das hätten die Venezianer nur geduldet, wenn sie selbst Herren der Lombardei geworden wären. Die anderen aber hätten die Lombardei der Franzosen nie abnehmen mögen, um sie den Venezianern zu geben. Um beide anzugreifen, hätte sie nicht gewagt. Und wenn jemand einwendet, König Ludwig habe dem Papst die Romagna und Neapel den Spaniern abgetreten, um einen Krieg zu vermeiden, so antworte ich aufgrund des oben Gesagten, dass man nie eine Unordnung einrasten lassen darf, um einen Krieg zu vermeiden, denn er würde gar nicht vermieden, sondern nur zum eigenen Nachteil aufgeschoben. Sollte mir aber jemand entgegenhalten, dass der König dem Papst sein Wort gegeben hatte, die Unternehmung auf die Romagna zu gestatten, um dafür die Einwilligung in seine Ehescheidung, um den Kardinalshut für den Erzbischof von Rouen zu halten, so berufe ich mich auf das, was ich im Weiteren über die Versprechungen der Fürsten und die Art, wie sie ihr Wort halten sollen, sagen werde. Das haben wir vorher gelesen. König Ludwig verlor also die Lombardei, weil er nichts von dem sich zur Regel gemacht hatte, wodurch andere Länder erobert und beachtet werden. Und so ist es denn gar nicht zu verwundern, sondern sehr begreiflich und natürlich. Ich war darüber in Nantes mit dem Erzbischof von Rouen, als der unter anderem auch der Premierminister von König war, von König Ludwig XII., als Georges d'Amboise. Als der Herzog von Valentinois, das heißt Cesare Borgia, der Sohn vom Papst Alexander VI., wie Cesare Borgia, der Sohn des Papstes Alexander, gemeiniglich genannt wird, die Romagna eroberte. Der Kardinal behauptete nämlich, dass die Italiener sich nicht auf den Krieg verstünden.
Ich habe erwiderte, dass die Franzosen sich nicht auf die Staatskunst verstünden, denn sonst ließen sie die Kirche nicht so mächtig werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Frankreich den Papst und die Spanier in Italien groß gemacht hat und von diesen daraus vertrieben worden ist. Hieraus ergibt sich eine allgemeine Regel, die nie oder selten drückt. Der, welcher einem anderen zur Macht verhilft, geht selbst zugrunde. Der macht ihn stark mit Geschick oder durch Gewalt. Und beides ist dem, der zur Macht gelangt ist, verdächtig. Das ist die Analyse von den Fehlern von Ludwig XII. Das Kapitel über dieses Herzog von Valentinois, der normalerweise Duca Valentino genannt wird, das heißt der Sohn vom Papst, wird eben im siebten Kapitel erörtert, und das ist eine große Beschreibung, wie man aus dem Nichts eben einen Staat erschaffen kann, obwohl dann der Herzog von Valentinois wegen einiger Fehler und wegen auch einer Krankheit dann in nichts gefallen ist. Aber es ist eine große Meditation über die Möglichkeit, dass man auch aus dem Nichts, wenn man tüchtig ist, gescheit, auch durch die Waffe von anderen eben einen Staat erschaffen kann. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, wie die Verhältnisse zwischen Tugend und Glück errichtet hat. Sie können dann sehen, es ist das Kapitel 25, ich habe das fotokopiert. Und er ist immer der Meinung, dass trotzdem, dass die äußeren Umstände auch negativ sein können, trotzdem die Entschiedenheit, Fähigkeit, die Tüchtigkeit, trotzdem immer einen Weg finden können, um die äußeren, scheinbar feindlichen Umstände sozusagen umzukehren, zu verkehren zum eigenen Vorteil. Er sagt des Öfteren, ja, es ist so, es gibt negative Umstände, aber das bedeutet nicht, dass praktisch der Mensch nichts machen kann. Er ist ohne Zweifel noch ein Mensch der Renaissance. Er hat eine negative, ohne Zweifel, Anthropologie, denn er sieht nicht die Menschen mit besonderen Kunst bezüglich der Tugendhaftigkeit der Menschen selbst, aber ist ein Mensch von der Renaissance, in dem Sinne, dass er sagt, der Mensch kann. Das heißt, wenn ein Mensch tüchtig ist, der kann sozusagen die Ereignisse zu sich selbst biegen, zu seinem eigenen Vorteil biegen. Wenn man nur wenige Jahre später analysiert das Werk von einem Freund von ihm, von Francesco Guicciardini, der schon ein Mann, könnte man sagen, vom Barock ist, und vom Vorbarock und von Gegenreformation, man kann sehen, dass Guicciardini nicht mehr dasselbe Vertrauen hat. Das heißt, er sagt, der Mensch ist ohnmächtig. Der Mensch kann nicht so viel machen, kann praktisch nichts machen. Der Mensch soll nur darauf achten, sich selbst zu retten, so gut wie möglich leben zu können, aber es gibt nicht mehr, es ist nicht mehr sozusagen das Zeitalter vom Vertrauen in die Fähigkeiten der Menschen. Es ist eine völlig andere Atmosphäre, eine sehr, sehr negative Atmosphäre bezüglich des Schicksals, bezüglich der Möglichkeit, dass man wirklich die Ereignisse, auf die Ereignisse sozusagen einschneiden kann. Es ist, obwohl zwischen den beiden nur 13 Jahre Altersdifferenz gibt, denn ich glaube, Guicciardini wurde geboren 480 und stirbt 1540, wenn ich mich nicht irre. Aber Guicciardini sagt, nein, es gibt nichts zu tun. Vielleicht die große Differenz besteht eben darin, dass Machiavelli war ein Mann der Politik in dem Sinne, er hat in Florenz, obwohl auch in einem kleinen Staat, sehen können, dass man eigentlich, wenn man tüchtig, gescheit, klug ist, man kann wirklich die Geschichte in einem gewissen Sinne schmieden. Guicciardini ist schon ein Mann, der nur nicht mehr die Erfahrung von Staat
Genossen hat, sozusagen erfahren hat, nicht stark zusammengearbeitet hat. Er ist ein Mann, der eher zu tun gehabt hat mit der absoluten Macht der Könige. Mit dieser absoluten Macht, wo die Individuen nur Atome sind, sie nicht Subjekt, sie nicht tätige Subjekte, sie nur passive Subjekte. Die können wirklich nicht tun. Die Atmosphäre in 13 Jahren ist komplett anders gewesen. Guicciardini ist tätig an diesem Kongress von Bologna, wo eben die neue Karte von Italien geschrieben wird durch Karl V. Er kennt die absolute Arroganz der Macht und die absolute Ohnmächtigkeit des einfachen Individuums. Und deswegen hat er in seinen Gedanken, in seinen Meditationen auch eine Theorie elaboriert, wo praktisch der Mensch nur das eigene Partikulare, das eigene Besondere retten kann, ihn überretten soll, aber mehr kann man eigentlich nicht hoffen. Das heißt, es ist ein Mensch, der komplett verschollen ist. Machiavelli ist noch ein Mensch des Humanismus, der Staat, obwohl er denkt, der Staat ist ohne Zweifel nicht mehr ausreichend, aber trotzdem ist ein Mensch, der noch sich als Protagonist in der Staat gefühlt hat. Guicciardini, der mit dem wirklich nur wenige Jahre alt ist, Differenz, und die beiden waren auch eng befreundet. Guicciardini ist ein Mann, der kein Vertrauen mehr hat. Das heißt, er sagt, der Mensch kann nicht gegen die Fortuna, gegen das Schicksal etwas unternehmen. Der einfache Mensch ist zu klein. Gibt keine Hoffnung. Machiavelli hat immer gesagt, trotz allem kann ich etwas bekommen, wenn ich klug genug bin. Er ist immer vertrauensvoll. Wenn man tätig, wenn man wirksam, wenn man tatkräftig, wenn man entschieden, wenn man resolut, wenn man in aktiven und positiven Sinne sich positioniert, dann kann man etwas sowieso bewirken. Vielleicht kann man verlieren, aber bewirken kann man auch. Guicciardini ist wirklich der Mann vom Präbarock, sich am bahnenden Gegenreformation, von den absoluter Verschollenheit und Verschollenheitsgefühl des neuen Menschen. Gut, ich bin fast praktisch zu Ende. Wir sind glücklich gewesen, denn sowieso, wir haben auch relativ spät können. Wie gesagt, man würde hier 3 Stunden brauchen oder 2 Sitzungen, aber ja. Nicht, wenn ich das organisiert habe. Es tut mir leid auch für diesen Problem vom Hörsaal. Ja, so. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und natürlich, Sie können auch Fragen stellen. Sie soll nicht vergehen. Ich kann nicht werden, aber für Machiavelli kann ich noch etwas bewirken. Ich bin nicht total in der Macht von äußeren Kräften. So, ich danke Ihnen ganz herzlich.